Ja, hallo liebe Smart erklärt Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt geht's weiter in diesem Video mit dem dritten Teil meiner Smart Zerlegung. Vom Armaturenbrett ist ja jetzt nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Den Rest zeige ich euch dann aber jetzt und ja, es geht auch weiter mit der Dachverkleidung und solche Sachen halt. Nach Möglichkeit solltet ihr natürlich nicht vorspulen in dem Video, weil dann verpasst ihr nämlich interessante Informationen, weil ich ja zwischendurch immer mal Informationen auch spreche und solche Sachen. Naja, ja, des Weiteren, ich bin jetzt ja auch auf Instagram vertreten, deswegen habe ich hier unten dann schon mal eingeblendet meine Instagram-Adresse. Da könnt ihr dann auch mal reinschauen und mir da folgen, weil ab und zu bringe ich da mal neue Informationen zwischen den YouTube-Videos und solche Sachen. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ansonsten wünsche ich euch dann jetzt viel Spaß bei dem neuen Video und denkt dran, bitte gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch wieder gefallen hat und abonniert bitte meinen Kanal. Und los geht's! Jetzt geht es hier weiter mit diesem mittleren Bedienteil hier. Das ist ja wie gesagt hier die Ansteuerung bzw. Regelung für die Heizung. Hier stellt man ja ein, wo die Luft hingehen soll. So kommt die Luft ja hier aus der mittleren Düse. Und ganz nach rechts geht die Luft ja dann nach oben. Und ich kann euch jetzt mal eben zeigen, was da passiert. Und zwar, jetzt wie gesagt, ist der Hebel ganz nach links gestellt. Jetzt kann man nämlich hier mal schön reingucken, was da unten ist. So sieht das nämlich aus, wenn der Hebel ganz nach links eingestellt ist. Und wenn ich jetzt ganz nach rechts den Hebel rüber schiebe, dann geht die Luft, wird dann nach oben zur Scheibe, glaube ich, müsste das sein, geleitet. Also so sieht das auf jeden Fall aus hier, wenn man diesen Hebel verstellt. Dann wird hier so eine, ja, Luftleitwalze, nenne ich sie mal, verstellt. Und damit wird die Luft dann eben umgeleitet. So sieht das auf jeden Fall aus im Inneren. Ist ja normalerweise alles unterm Armaturenbrett versteckt. So, jetzt kann ich euch das nochmal zeigen. Wie gesagt, ganz nach rechts oder ganz nach links. So, jetzt kann ich euch nochmal zeigen, was hier noch passiert, wenn man denselben Hebel hier verschiebt. Und zwar sieht man hier, ja, das ist so ein, ja, so eine Art Bautenzug, würde ich sagen. Der wird hiermit gesteuert. Und wenn es da mal Probleme gibt, dann könnt ihr euch jetzt angucken, wo ihr da suchen müsst. Also dieser Schalthebel hier gehört zu diesem anderen Hebel, wo eben die Luft umgeschaltet wird. So, jetzt gibt es hier unten noch so einen Bautenzug. Sieht man jetzt hier unten. Hier. Aber der funktioniert nicht so ganz so gut. Auf jeden Fall hier dieser untere Hebel gehört zur Heizungssteuerung. Aber da, wie gesagt, da stimmt irgendwas nicht so richtig. Und ja, gucken, ob ich das hier noch ein bisschen besser zeigen kann. Ein bisschen schwierig hier, weil es alles ein bisschen eng ist.
gesagt, das kann man dann auch sehen, wenn man hier die Temperatursteuerung von der Heizung bewegt. Das ist auf jeden Fall der Hebel, der irgendwas mit der Temperatursteuerung zu tun hat. Und da drüber wird eben die Luft in die verschiedenen Richtungen umgeleitet. So, jetzt habt ihr das wenigstens auch mal gesehen. So, jetzt gibt es ja hier noch, das ist für Umluft oder Frischluft, dieser Hebel. So, und wenn man diesen Hebel betätigt, dann wird wieder ein Bautenzug angesteuert. Und ja, wenn ich jetzt den Hebel betätige, wird diese Mechanik hier gesteuert. Das kann natürlich auch mal kaputt gehen, weil es ja alles Kunststoff ist. Auf jeden Fall sieht man dann hier auch hier unten, da ist dann diese Klappe, die auf und zu geht. Und ja, sollte da bei euch mal irgendwie was kaputt sein oder sowas, dann könnt ihr jetzt sehen, woran es denn dann liegt, beziehungsweise wo ihr suchen müsst. Ne? So, was gibt es denn hier noch? Ach ja. Hier ist ja die Luftstärke, also die Gebläsestärke kann man hier einstellen. Das geht allerdings elektrisch. Und gut, dafür sind halt diese Kabel zuständig. Gehen dann unten zum Lüfter. Da gibt es also keinen Bautenzug. So sieht das also aus. Ja, und jetzt werde ich mal dieses ganze Teil hier ausbauen. Und um das ausbauen zu können, muss man hier diese Schraube noch lösen. Auf der anderen Seite gibt es auch noch zwei Schrauben. Da ist also hier eine und dahinter. Das zeige ich euch jetzt aber auch noch mal in Ruhe. Ja, dann fange ich mal hier vorne an. Mal eben gucken, was haben wir denn hier für ein Bit? Das ist ein T20er Torx-Bit. Bisschen wackelig, weil ich das alles hier mit einer Hand schrauben muss. Aber gut. So, die nächste. Jetzt mal schauen, dass man es auch sehen kann. Ja, eben anders hinsetzen. Ja, ich zeige es noch mal hier in der Übersicht, damit ihr auch die Schrauben findet. Wenn das gerade mal einer von euch nachmachen möchte. So, jetzt muss ich es
selbst mal eben gucken, weil ich... So, von hier aus kann ich nämlich auch schlecht gucken. Na? So, sehr schön. So, jetzt merke ich schon, währenddem ich die letzte Schraube löse, dass mir der ganze Bedienblock hier schon entgegenkommt. So, mal schauen. Okay, das waren also wirklich alle Schrauben. Jetzt hängen natürlich noch hier die Bautenzüge dran, aber wie man sieht, kann man hier schon wunderbar jetzt den Bedienblock abnehmen. Dann werde ich jetzt noch die Bautenzüge, schweres Wort, die Bautenzüge lösen und dann kann dieser Bedienblock auch weg. Als erstes werde ich jetzt mal hier den Bautenzug lösen von der Umlufteinstellung. Der Bautenzug geht also wie gesagt hier entlang, da hinten und dann da zu dieser Halterung. Jetzt versuche ich das mal so hinzubekommen, dass ihr das auch sehen könnt. Dann stelle ich das mal so ein hier. Jetzt mal ein bisschen ranzoomen. So. Ich hoffe, dass man das jetzt so halbwegs sehen kann. Und zwar ist hier so eine kleine Nase, sage ich mal. Und wenn man die jetzt reindrückt, gucken, ob man das sieht, dann kann man hier diese Öse nach oben hin rausnehmen, rausschieben. Ja. Okay, hat funktioniert. Sehr schön. So, jetzt gibt es hier noch diese Klammer. Ja, mal schauen, ob ich das hier so halbwegs lösen kann. Okay, kann man auch so, dann bleibt die Klammer dran. Zack. Dann kann man hier den Bautenzug da rausnehmen. So. So. Mal gucken, so ist wieder das normale Bild. Hier ist also noch so eine Plastikhalterung. Da kann man den Bautenzug auch rausnehmen. Dann hat man den also schon mal komplett gelöst. Das gleiche muss ich jetzt mal gucken, dass ich das da unten auch hinbekomme. Das Prinzip ist wohl das gleiche. Ja, jetzt bin ich wieder hier unten. Sehen, ob ich das gut zeigen kann. Bisschen schwierig mit dem Licht. Naja, auf jeden Fall, hier sieht man ja, da ist der Bautenzug. Hier ist auch wieder diese Raste. Wenn man die also reindrückt, funktioniert das ganz genauso. Dann kann man den Bautenzug hier rausnehmen. Ich mache das jetzt gleich mal ohne Kamera. Weil wie gesagt, mit einer Hand ist das schwierig. Ja, ich habe jetzt wie gesagt hier den Bautenzug mal ohne Kamera ausgebaut. Das Prinzip habe ich ja eben schon gezeigt.
Jetzt sind diese beiden Bautenzüge auch lose. So, jetzt kann man sich hier noch um die Kabel kümmern. Die sind nämlich auch noch dran. Wenn man die losbekommt, das zeige ich euch jetzt. Der obere Stecker, der geht ganz einfach raus. Da drückt man also hier drauf, dann kann man den entriegeln. Dann kann man den Stecker hier einfach abziehen. So, dann ist der schon mal raus. Der untere, ja, ist eigentlich auch relativ einfach. Da ist auch hier so eine Lasche. Die geht über so einen kleinen Haken drüber. Wenn man das hier so ein bisschen aufbiegt, zack, dann kann man den Stecker also auch rausnehmen. Ich zeige es noch mal kurz, weil es so schnell ging jetzt. Ja, wie gesagt, hier ist dieser kleine Haken. Jo, okay. Ja, jetzt sind die Stecker also auch ab. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal, ob noch irgendwo was festhängt. Ich denke nicht. Nee. Da sind die drei Bautenzüge. Jetzt kann man hier diese ganze Bedieneinheit abnehmen. Ich zeige die mal von der Rückseite. Kann man jetzt nicht so viel erkennen. Naja, okay. So, dann ist da wieder mal ein bisschen mehr Platz jetzt hier vorne. Jo, dann gibt es jetzt also hier noch so ein paar Elemente, da komme ich dann jetzt später zu. Ja, jetzt mal gucken, wie es hier weitergeht. Jetzt versuche ich mal hier diesen Lüftungskasten, nenne ich ihn mal, den versuche ich jetzt mal zu demontieren. Und da habe ich gesehen, da gibt es also hier oben eine 10er Sechskantmutter und hier unten drunter, da hinten, da ist also auch noch mal eine 10er Sechskantmutter und die werde ich jetzt mal rausschrauben. So, schauen wir mal. Was passiert, ob man den Kasten damit dann schon rausnehmen kann. Oder ob das gute Stück noch irgendwo dran festhängt. So, das werde ich aber gleich sehen. Das ist ja so eine selbstsichernde Mutter. Ja. Noch lässt sich da nichts lösen. Ja, ein bisschen gelöst hat sich der Kasten, aber schon hängt jetzt hier irgendwo noch mit da dran. Glaube ich, so ein Lüftermotor oder irgendwie sowas.
gucke ich jetzt erstmal, wie das denn dann noch befestigt ist. Ja, den Kasten jetzt konnte ich ja noch nicht abmachen. Ich weiß jetzt auch warum. Weil da drinnen, da sitzt der Wärmetauscher. Und da ist halt eine Wasserleitung dran und alles. Deswegen kann man den natürlich nicht abmachen. Jetzt versuche ich aber mal den Kasten hier oben aufzumachen. Und mal schauen, ob wir dann weiterkommen. Jetzt gibt es aber hier diese Arretierungen, diese Rasten. Da muss man jetzt mal schauen, wie man die losbekommt. Also, die kann man hier reindrücken. Gucken, ob man das sehen kann. Ups. Na. Versuchen wir es mal so zu zeigen. So. So kann man die also lösen. Und da gibt es halt mehrere von. Und ja, mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme, dass ich hier diesen oberen Deckel mal öffnen kann. Ist nicht ganz so einfach, so wie es aussieht. Bei mir ist das ja nicht ganz so tragisch. Ich brauche den ja nicht mehr. Na, jetzt hänge ich hier fest. Das ist ein bisschen eng hier. Mal schauen. Hier ist ja auch noch so eine Reste. Aha. Also was gebracht. An der Seite auch noch. Zack. Aha. Komme ich der Sache doch schon mal etwas näher. Mal schauen, wie weit ich da komme. Ich habe natürlich jetzt hier noch die Kamera im Sichtfeld. Ja, da ist irgendwie was, eine Dichtung. Ja, immer noch nicht so einfach, das gute Stück hier rauszubekommen. Schade eigentlich. Ja, auf jeden Fall, man sieht schon ein bisschen mehr. Ich werde die Kamera jetzt mal anders positionieren, dann kann ich euch zeigen, was denn hier drin los ist. So, meine Güte, jetzt habe ich das endlich geschafft. Also hier dahinter ist also auch noch so eine Klammer gewesen, natürlich. Und wenn man die jetzt löst, mit ein bisschen sanfter Gewalt, kann man diesen Deckel hier abnehmen. Jetzt sieht man hier auch diese Umschaltklappe für die Umluft. Wie gesagt, so ist Umluft, so wäre Frischluft. So sieht das Ding also aus. Ja, war jetzt eine schwere Geburt. So, wenn man jetzt den Deckel weg hat, sieht man jetzt hier den eigentlichen Wärmetauscher. Jetzt kann man hier noch diesen Stecker entfernen. Hätte man natürlich auch vorher machen können. Aber egal. So, ich denke, man muss hier. Hier ist wieder so eine Rastnase, wenn man die reindrückt. Genau. Dann kann man den Stecker rausnehmen. Richtig, so sieht das aus. Das Ding reindrücken. Dann kann man ihn rausnehmen.
So, hier ist jetzt das Gegenstück von dem Stecker auch noch mit rausgerutscht. Gut, kann man da wieder reinstecken. Kein Problem. So sieht jetzt das Innenleben aus hier von diesem Kasten. Wie gesagt, das ist ein Wärmetauscher. So sieht die andere Seite aus. Da ist ein Temperaturfühler. Na, mal gucken hier, mal mit der Lampe ein bisschen nachhelfen. So, da ist der Temperaturfühler. Ja, hier sieht man auch, der ist ja eigentlich außen, dieser Aktivkohlefilter. Habe ich in einem anderen Video schon mal gezeigt, wie man den austauscht. Da haben wir also jetzt eine Verbindung nach außen. Ja, jetzt mache ich mal eben hier mit weiter. Hier unten, da sitzt ein Airbag-Steuergerät. Das ist die Auslöseeinheit. Mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. So, da sieht man, da ist also rechts und links eine Schraube. Die Schrauben werde ich jetzt mal rausnehmen. Das ist, da braucht man einen T30 Torx Bit für. Das mache ich jetzt mal eben. Mal gucken, ob man diese Auslöseeinheit damit rausbekommt. So, jetzt habe ich mich bewaffnet. Hier mit der Knarre. Schauen wir mal, ob das geht. Ich sage es nochmal, am Airbag selber oder an den Airbags selber darf man als Privatmann nicht schrauben. Das habe ich euch ja in dem anderen Video schon gezeigt. Aber ich denke mal, dieses Airbag-Steuergerät, das sollte man auch selber losschrauben dürfen. Ich kann es aber nicht genau sagen. Ich schraube das jetzt auf jeden Fall einfach mal selber los. In der Hoffnung, dass ich hier keinen Fehler mache, weil ich will ja hier keinem was Falsches zeigen. Nur soweit ich weiß, ist in diesem Steuergerät ja kein Sprengstoff drin. Deswegen schraube ich das jetzt mal eben selber los. Aber das wehrt sich noch ein bisschen. Mal schauen, ob das mit den beiden Schrauben dann erledigt ist. Oh, es wackelt schon. Versuche es jetzt hier nochmal. Ach ja. Das wäre ja auch viel zu einfach, wenn das jetzt mal eben hier loszuschrauben wäre, ne? Ja, ist es denn die Möglichkeit? Nicht so einfach heute. So, jetzt habe ich mir mal hier ein anderes Werkzeug genommen. So kann ich die Schraube besser greifen. Jawohl, da ist die Schraube.
So, irgendwo muss da wohl noch eine Schraube sein. Da muss ich noch mal eben gucken, was denn da los ist. Ja, ich habe noch mal geguckt. Da ist tatsächlich, da hinten ist noch eine dritte Schraube. Versuche jetzt mal eben, die rauszubekommen. Mit Kamera. Wo sind wir denn? So, hier. Ist etwas bisschen sehr schwierig dann anzukommen. Wisst ihr was? Die mache ich jetzt ohne euch raus. Zeige ich euch hinterher. Ja, ich krieg's nicht hin. Jetzt muss ich eine andere Taktik machen. Die dritte Schraube, die wehrt sich. Jetzt sieht man ja hier, das ist hier noch diese Metallschiene von der Mittelkonsole. Die werde ich jetzt mal hier lösen. Da sind hier zwei Schrauben. Diese. Die werde ich jetzt lösen. Dann denke ich, kann ich diese Schiene ein bisschen verbiegen. Und dann komme ich auch an das Gehäuse von dieser Auslöseeinheit dran. So. Ja, endlich. Meine Güte. Das ist aber heftig. Uiuiuiui. So. Da ist also dieses Airbag-Steuergerät. So sieht das aus. Da steht so einiges drauf hier. Aha, muss also kodiert werden. Entfernen und Einbau in andere Fahrzeuge verboten. Okay, also darf man dieses Teil hier nicht mehr benutzen. In einem anderen Fahrzeug jedenfalls nicht. So, schauen wir mal eben, ob ich hier den Stecker losbekomme. Ja gut, man kann hier sehen, hier muss man also drauf drücken, muss man runter drücken. Das Spielchen hier mit einer Hand den Hebel hier dann nach hinten ziehen. Und dann kriegt man den Stecker hier raus. Wunderbar. So, okay. Damit ist das Airbag-Steuergerät bzw. die Auslöseeinheit demontiert. Sehr schön. Ja, jetzt kann ich euch mal was ganz Besonderes zeigen. Ich freue mich, dass ich bei einer befreundeten Werkstatt dabei sein durfte, wie die meinen Airbag gezündet haben, den Beifahrer-Airbag, den haben die auch ausgebaut. Und ja, ich durfte also mit der Kamera dabei sein und kann euch das jetzt mal zeigen, wie das aussieht, wenn so ein Airbag hochgeht. Das ist, wie gesagt, alles unter kontrollierten Bedingungen passiert. Macht sowas niemals zu Hause nach. Und ja, ich wünsche euch mal viel Spaß jetzt in den nächsten Minuten. Das ist eine sehr interessante Sache. Und ja, hinter mir könnt ihr jetzt schon langsam sehen, dass hier der Airbag auf der Wiese liegt. Damit mir hier aber nichts passiert, habe ich mich mal ein bisschen vorbereitet hier. Das ist also der Helm von der Freiwilligen Feuerwehr. Und jetzt kann mir nicht mehr viel passieren. Mein Kumpel wird jetzt gleich hier das Kabel anschließen und dann schauen wir mal, was dann passiert. So, auf geht's. Jetzt mache ich gerade die Kameras scharf. Und mal gucken hier. So, Kameras laufen alle. Ich gehe mal in Deckung hier. So, okay, dann würde ich sagen, darf mein Kumpel jetzt loslegen und ja, mal gucken, was passiert. Also nicht nachmachen, ne? Okay,
Tu es. Alter! Ja, würde sagen, das hat aber gut geklappt. Auf jeden Fall schön geknallt hat es. Ich gehe mal eben gucken, was das Gerät hier sagt. So, wo liegt er denn? Da liegt er und qualmt vor sich hin. Sollte man jetzt nicht einatmen. Ja, lustige Sache. Also deswegen, ihr Lieben, besser nicht nachmachen, ne? Ja, jetzt habt ihr nochmal gesehen, hier in Zeitlupe sieht man sehr schön, was da für eine Energie drin steckt. Macht das also bitte nicht zu Hause nach, schraubt niemals alleine an so einem Airbag rum, lasst das immer von einem Fachmann machen, und weil man sieht, was da für eine Energie drin steckt. Also das kann natürlich auch mal ins Auge gehen. Deswegen, don't try this at home. Hier ist das alles mit kontrollierten Bedingungen passiert und ja, nur um euch das mal zu zeigen, jetzt müsst ihr das selber nicht ausprobieren. Und ich habe mich aber gefreut, dass ich dabei sein durfte und das einfach mal filmen durfte. Ja, jetzt gehe ich mal von hier unten nach hier oben. Ich hatte euch ja schon gezeigt, wie man hier den Innenspiegel abmacht. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, weil die Frage ist auch schon öfters mal aufgekommen, wie man hier diese Dachverkleidung demontieren kann und auch wie man hier dieses Sonnensegel, wie man das hier dran machen kann oder abschrauben kann oder wie auch immer. Das ist jetzt auch gar nicht so schwierig. Hier unter der Halterung bzw. in der Halterung, wo der Innenrückspiegel montiert war, da ist eine Torx-Schraube. Und mal gucken, wenn die Kamera das hier scharf stellt. Hallo Kamera, einmal bitte scharf stellen. Da. Ein T20-Bit braucht man dafür. Damit kann man alle Schrauben hier oben eigentlich rausschrauben. So eine lange Schraube ist da drin. Mal schauen, die Halterung, die bleibt hier dran. Das ist aber nicht die einzige Schraube, sondern natürlich ist hier, wo die Sonnenblende ist, unter der Sonnenblende, da sind noch drei Schrauben versteckt. Einmal. Das sind ganz kurze hier. Ich weiß nicht, ist da noch eine? Ich muss mal hier schauen. Ich glaube nicht. Zack. Okay, das ist halt einfach dann nur reingeklemmt hier, das Teil. Habt ihr gerade gehört. So sieht das aus hier von der Rückseite. Einfach nur geklemmt. So sieht es da aus. Mache hier nochmal die andere Seite ab. In der Mitte die lange Schraube. Und außen die zwei kurzen Schrauben. Dann mit einem Ruck ging es eben, zack, hat man die Sonnenblende in der Hand. Sehr schön. So, und jetzt sieht man hier auch schon, da ist also hier diese Dachblende, kommt einem da auch schon entgegen. Schaue
ich mal jetzt vorsichtig, wie es hier weitergeht. Okay, dann lasse ich das erstmal dran. Schau mal, soweit ich weiß, kann man diese hier, die wurden, glaube ich, so rausgeschoben. Muss ich mal eben gucken, dass ich hier meinen Schraubendreher greifbar habe. Gucken, ob das vorsichtig machbar ist. Oder genau. Irgendwie so war das doch. Ihr nehmt am besten irgendwie was Weicheres, ein Kunststoffkeil oder sowas dafür, weil das wäre ja schade, wenn da was verkratzt. Zack, so. So sieht also diese Blende von hinten aus. Da sind überall diese Halterungen. So, und hier sieht man jetzt, das sind so Metallklammern. Und diese Metallklammern halten diese Blende fest. Hier sind diese Halterungen jetzt noch dran. Hier sieht man die. Also ist eigentlich relativ einfach, die Blenden abzubekommen. So. Die Blende würde man dann, wie gesagt, in diese Richtung wieder anbringen. Wie gesagt, hier, da ist das Gegenstück. Ich mache jetzt nochmal die eine hier. Schiebt man wieder rein. Und im Idealfall hält das dann auch wieder. Wie gesagt, jetzt mit einer Hand geht das leider nicht. Jetzt wisst ihr aber, wie sowas aussieht. Demontieren kann man diese Leisten in diese Richtung. Das kriegt ihr sicherlich auch hin, denke ich. So, jetzt kann man nämlich hier auch so, da haben wir schon die ganze Dachverkleidung. Die kommt einem da entgegen. So sieht die aus. Jetzt schauen wir mal, wie das hier oben aussieht. So, hier gibt es also die Gegenstücke. Da werden also diese das Plastik wird hier reingeschoben und damit hält das dann. Ja, hier gibt es mehrere dieser Halterungen. So sieht das aus. So, jetzt versuche ich noch mal eben hier drüben das zu zeigen. Vielleicht geht die ja jetzt etwas leichter. Genau. Zack, einfach. In dem Fall nach rechts wegziehen Richtung Windschutzscheibe. Dann hat man diese Leiste in der Hand. Ja, manche beziehen die mit Leder oder lackieren die anders oder sowas. Ja, jeder wie er möchte. Auf jeden Fall, jetzt habt ihr gesehen, wie man diese Leisten abbekommt. Jetzt kommt man nämlich auch hier an diese Schiene dran. Das ist die Schiene für das Sonnenschutzrollo. Das zeige ich euch dann gleich, wie man das abbekommt. So, jetzt habe ich hier die vorderen Teile ja schon ab. Jetzt schiebe ich mir mal hier das Sonnensegel nach vorne. Schwupps. So, jetzt mal schauen, jetzt geht es um diese Leiste hier. Die muss man in diese Richtung schieben. Und da
Das mache ich jetzt mal hier mit einem Schraubendreher. Schön mit Gefühl. Wie gesagt, ihr nehmt besser irgendwie ein Holzkeil oder irgendwie sowas, damit da nichts verkratzt. Wenn man jetzt in diese Richtung, in die Richtung zieht, gut, vielleicht schiebe ich das Sonnensegel nochmal weg. Da habe ich ein bisschen mehr Platz. Genau. Ruck. So, eins ist schon lose. Zack. So, jetzt schiebe ich es nochmal weg. Nach vorne schieben. Und jetzt sieht man das, wenn ich also die Leiste zu mir ziehe, ist das eigentlich ganz einfach. Man sieht also hier diese dunklen Klammern, die werden da reingeschoben. Wenn man das Ganze wieder befestigt, ne? Also so kompliziert ist das Ganze nicht. Wie gesagt, Leiste nach hier ziehen, dann lässt das sich, oder dann lässt sie sich ganz einfach auch lösen. So, manchmal tauchen hier auch dann noch ein paar tote Fliegen auf. Aber gut, die werde ich dann beerdigen. Und weiter geht's. So, jetzt kommt hier noch die rechte Seite dran. Wieder hier vorsichtig mit dem Schraubendreher zwischengehen. Oder am besten mit einem Kunststoffkeil oder Holzkeil, irgendwie sowas. Und wenn dann die erste Klammer gelöst ist, dann geht das eigentlich auch recht einfach. Ein bisschen mit einem Ruck ziehen. So. Nochmal eben hier das Sonnendach wegschieben. Zack. So. Zack. Wie gesagt, alles relativ einfach zu machen. So. Jetzt bleibt nur noch hier hinten diese Blende. Die schaffen wir auch noch. So. Jetzt haben wir ja nur noch diese eine Blende hier hinten. Und die hat hier eine Schraube. Und hier auf der anderen Seite ist auch eine Schraube. Hier drin in dieser Vertiefung. Schaue ich mal, ob ich die treffe hier. Kann man jetzt nicht so gut sehen hier. Kann ich nur noch um Stunden handeln. So. Getroffen. Okay. So, das ist also auch nur so eine ganz kurze Schraube hier. Okay. Gucke ich mal, ob die hier auch raus möchte. So. Okay. Jawohl, da ist sie schon. So, jetzt braucht man hier eigentlich nur noch mal dran zu ziehen. Schon kommt einem hier diese Blende entgegen. Da sieht man also hier diese Klammern. Da hinten ist noch eine. Also drei von diesen Klammern. Die werden einfach da oben reingesteckt. Und
Ja, jetzt muss man hier das Kabel von dem Lämpchen noch abmachen. Und dann ist auch diese Blende entfernt. Hier kann man jetzt nochmal diese Klammern in der Nahaufnahme sehen. Die werden also einfach oben da in die passenden Löcher gesteckt, die im Dach angebracht sind. Dann kann man diese Verkleidung wieder sehr schön oben anbringen. Da passiert dann auch nichts mehr mit. Ja, jetzt ist also die hintere Verkleidung auch ab. Jetzt kommen wir endlich zu dem Teil, nämlich zu diesem Teil hier. Damit können wir diese Schiene jetzt demontieren. Diese Schiene ist eben hier für das Sonnensegel zuständig, damit das in der Mitte gehalten wird. So, und hier muss man jetzt wieder einen bestimmten Trick kennen, wie diese Halterung befestigt ist, weil das sieht jetzt nämlich so aus, das könnte man denken, ja, das ist eine normale Schraube irgendwie, aber das ist es nicht. Und zwar ist das eine bestimmte Mechanik und die kann man trotzdem relativ einfach lösen. Da nimmt man sich also eine Gripzange oder eine Wasserpumpenzange, je nachdem, wie viel Kraft man hat. Und da wird diese Mechanik auch verdreht. Aber ich zeige euch gleich, was dahinter steckt. Nämlich hierbei wird jetzt die Spannung rausgenommen aus dieser Schiene. Denn wenn man jetzt andersrum dreht, dann wird die nicht einfach festgeschraubt, sondern diese Schiene wird festgeklemmt. Man sieht also, wie die jetzt wieder hochgewandert ist Richtung Dach. Wenn man jetzt wieder andersrum dreht, dann kommt die Schiene schon wieder runter. Man nimmt also damit diese Spannung raus. Ich zeige euch das gleich mal in Nahaufnahme, was dahinter steckt. So, ich hoffe, man kann das jetzt hier sehen. Wie gesagt, hier ist ja die hintere Halterung, die habe ich ja gelöst. Jetzt schiebe ich mal das Sonnensegel so ein bisschen hier in die Mitte. Jetzt muss man halt versuchen, diese Schiene ein wenig zu verdrehen. Dafür ein bisschen wieder nach vorne. Und die vordere Halterung versuche ich jetzt ein bisschen nach rechts zu schieben. Ja, und versuchen die hintere Halterung ein bisschen nach links zu verschieben. Ist aber nicht ganz so einfach. Ja, versuchen. Ich möchte auch nichts kaputt machen, ehrlich gesagt. So. Okay. Jetzt habe ich also das geschafft. Hier ist die Schiene mit dem Sonnensegel. So, die hintere Halterung, die ist hier. Es ist also nichts kaputt gegangen. Wie jetzt diese Halterung aussieht, zeige ich euch jetzt nochmal in der Nahaufnahme. So, das ist jetzt diese hintere Halterung. Wie man sehen kann, ist das hier doch wohl ein Torx-Schraubenkopf. Aber wie gesagt, ich habe das einfach von außen gegriffen. Das funktioniert genauso. Man sieht jetzt hier, wenn die Kamera denn scharf stellt, man sieht hier die Teilenummer und solche Bezeichnungen. So, jetzt drehe ich diese Halterung mal um. Und jetzt sieht man, dass hier ein sogenannter Exzenter ist hier drin. Und dieser Exzenter wird dann gedreht, wenn man eben von der anderen Seite
an der Schraube da dreht. Und dann wird hier dieses Teil rausgeschoben. Und dadurch wird diese Schiene festgeklemmt. Ja, sieht man hier schön, wenn ich das also drehe, dann geht dieser Exzenter, drückt dieses Teil hier auseinander. Dadurch wird dann die Schiene festgeklemmt. So sieht das also aus. Also man muss da nicht wild dran rumdrehen in irgendeine Richtung, sondern ja, einmal kurz dran gedreht. Wie gesagt, dann wird die Schiene festgeklemmt. Und hier, das ist diese Gegenhalterung. Die Halterung, die sitzt vorne. Hier kommt also die Schiene gegen. Da wird die gegen gedrückt. Diese Halterung sitzt hier. Dieses kleine, sehr kleine Nupsi gehört hier rein, in dieses Loch hier. Da sitzt das dann mittig. Deswegen hakelt das auch so ein bisschen, wenn man dann quasi diese Halterung zur Seite schieben muss oder möchte. Ja, die kann man also auch abmachen. So sieht man, wie die aussieht. Im Grunde genommen sind dann beide Halterungen liegen so gegenüber und dazwischen ist dann diese Schiene. So sieht das also aus. Das muss jetzt erstmal reichen für heute mit dem dritten Teil von der Smart-Zerlegung. Wenn es euch wieder gefallen haben sollte, wo ich mal wieder schwer von ausgehe, gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert bitte jetzt meinen YouTube-Kanal. Danach könnt ihr dann hier oben links weiterschauen mit meinen anderen Videos. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!